Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dass gerade ich jetzt hier zum öffentlichen Rundfunk sprechen, ich hätte fast darf gesagt, muss, ist Karma. Ich hatte, glaube ich, wie kein zweiter Zierei mit dieser GEZ, das ist der Vorläufer von dem Rundfunkmanagement, da von diesem Gebührenmanagement gewesen. Die haben mich im Studium verfolgt. Liebe GEZ, vielleicht schaut einer zu. Ich hatte tatsächlich keinen Fernseher und ich habe auch kein Radio gehabt. Das nur am Rande. Dr. Seipel, man kann tatsächlich auch ohne Fernsehen groß werden. So ist mir das gelungen, also in meinem Elternhaus. Wir sind alle ohne Fernseher groß geworden und auch meine Tochter wird ohne Fernsehen groß. Das klappt irgendwie. Jetzt können Sie natürlich sagen, aus Ihnen ist ja nichts weiter als ein Rechtspopulist geworden. Aber ich habe auch noch Geschwister und nicht alle von denen sitzen jetzt ja rechts von uns. Von daher, das geht auch alles ohne Fernsehen. Aber Sie haben schon recht, die Kritik der AfD am öffentlichen Rundfunk ist eine ziemlich grundsätzliche. Die ist aber gar nicht mal so sehr aus unserer Sicht sehr schwierigen Bildungsauftrag abgeleitet, sondern vielmehr eine ökonomische. Und zwar ist das ja im Moment so, wir bezahlen das ja alle schon. Es ist ja nicht so, dass wir nicht bezahlen würden für das, was wir bekommen oder nicht bekommen. Aber ein Professor von mir hat das mal mit einem Obstkorb verglichen. Im Moment ist das so, als stelle Ihnen jemand einen Obstkorb aus Bananen, Äpfeln, Birnen und dergleichen vor die Tür, klingle, und Sie müssen den dann bezahlen. Ganz egal, ob Sie den essen wollen, was davon Sie essen wollen, ob Sie überhaupt essen wollen, Sie werden dazu im Prinzip gezwungen. Also ich werde den Zwang jetzt hier nicht zu hoch hängen, aber im Prinzip ist es ja so. Und das wollen wir natürlich tatsächlich differenzierter sehen, das ist richtig. Und deshalb haben wir auch an dem hier vorliegenden Gesetzentwurf Kritik zu äußern. Insbesondere die Ausweitung des sogenannten Telemedienauftrags stößt auf Kritik. Wir sehen es so, dass dieser Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks natürlich vor allem durch Radio- und Fernsehprogramm wahrzunehmen ist. Das war ja auch mal die Gründungsidee. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass das Bundesverfassungsgericht eine Entwicklungsgarantie zubilligt. Diese muss jedoch aus unserer Sicht, aus Gründen des fairen Wettbewerbs, ich komme gleich dazu, was ich damit meine, restriktiv ausgelegt werden. Denn das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat ja Konkurrenten, das sogenannte Privatfernsehen. Und das wird im Unterschied zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mit 9 Milliarden Euro pro Jahr hoch subventioniert. Naja, und je gleicher Sie diese Systeme jetzt werden lassen, also je stärker dieser öffentlich-rechtliche Bereich auch in dem Gebiet des Privatfernsehens wildert, desto ungleicher sind im Grunde genommen die Wettbewerbsbedingungen. Und wir sehen das so, dass mittelfristig nicht subventionierte Anbieter, also all das, was im Moment noch Privatsender sind, verdrängt werden könnte. Das halten wir für ungerecht. Und das ist im Prinzip der Nährboden oder die Gründungsidee dieser Kritik daran. Wir kritisieren auch, dass die Neuregelungen vorsehen, dass die Nutzer über Angebote im Bereich Social Media zu den jeweiligen Portalen der Rundfunksender gelenkt werden. Das halten wir also auch für eine Ungleichbehandlung. Auch der zu unscharfe Begriff der internetspezifischen Gestaltungsmittel missfällt uns. Die dynamische Anpassung an die Entwicklung des Internets geht uns zu weit. Schließlich haben wir natürlich auch Kritik an dem Verfahren. Wir haben ja in dem Ausschuss Rechts- und Verfassungsfragen und im Unterausschuss Medien darum gebeten, dass Vertreter der Verlage und der Privatsender gehört werden. Und das ist ohne Begründung abgelehnt worden. Und ich finde, das gibt eigentlich gar keinen Sachgrund dafür. Das hätte man also durchaus machen können. Im Ergebnis haben Sie recht. Wir lehnen das an dieser Stelle ab. Vielen Dank. Danke, Herr Lilienthal. Jetzt kommt der Kollege Clemens Lammerskitten für die CDU.